Der Lord-Abaddon-Skandal. Pia, shameless und unverbesserlich. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Oder Eile mit Weile, denn gut Ding will Weile haben. Auf Deutsch, halt lieber deinen Mund und bevor du was sagst, lass dir Zeit und mach es richtig, damit es richtig gut werden kann. Zeit hatte der Lord jetzt genug. Aber zur Erinnerung, kurz nach dem ersten Video im Februar 2013 über die Facebook-Gruppe Imperial Bitches, in der es zum Austausch von provokanten und freizügigen Fotos von minderjährigen Mädchen und dem Lord kam, um ganz genau zu sein, ein 13-jähriges Mädchen schickt dem erwachsenen, über 21-jährigen Lord Nacktbilder von sich. Also, kurz nach diesen ersten Videos und den damit aufkommenden Wirbel um seine Person schreibt der Lord auf seiner Fanpage auf Facebook: Bitte seht das Deaktivieren der Kommentare nicht als Feigheit oder Fluchtversuch an. Ich vermute, niemand von euch war jemals so gewaltigen psychischen Druck ausgesetzt wie ich gerade, und niemand kann nachvollziehen, wie schrecklich es ist, mit solchen Vorwürfen, wie sie aus der YouTube-Community kommen, konfrontiert zu sein. Ich brauche einfach nur etwas Zeit. Etwas Zeit? Das war Mitte Februar. Wir haben es jetzt Anfang April. Und was fehlt? Das Statement vom Lord. Selbst wenn man nach den Videos über die Facebook-Gruppe der Nachricht vom Lord, die er an die jeweiligen Uploader der Videos verschickt hatte, glaubt, dass der Lord es zum Zeitpunkt des Austausches der Bilder nicht wusste, dass ihm ein Kind solche Bilder schickt, muss man Folgendes bedenken. Erstens, er kannte das entsprechende Mädchen laut ihrer Ask-FM-Seite und entsprechend belegt, durch ihr Video Anti-ACTA-Demo, ein wirklich epischer Tag, schon vor der Facebook-Gruppe von diversen Fan-Treffen und auch persönlich. Zweitens, auf jedem Blog, auf jeder Plattform, in jedem sozialen Netzwerk, auf Skype und Co., wo das damals 13-jährige und heute 15-jährige Mädchen unter immer dem gleichen Nickname, Jasmine Peerless, angemeldet ist, schreibt sie auch immer ihr Alter hin. Also einfach nur einmal auf den Nickname bei Facebook oder wo auch immer man sich gerade mit jemanden unterhält, geklickt und das Profil öffnet sich. Und im Fall von Jasmine Peerless steht da, wie gerade gesagt, dass sie A weiblich ist und B steht da ihr Alter. Drittens. Nur kurze Zeit nachdem Jasmine ihr Bild dem Lord in der Facebook-Gruppe zur Verfügung gestellt hat und er es dankend angenommen hat, sagt sie auch nochmal, wie alt sie ist. Ein Monat noch, dann bin ich 14. Wer mein zweites Video zu dieser Reihe gesehen hat, weiß ja im Detail, was der Lord darauf geantwortet hat. Für alle anderen nochmal seine Antwort: Ausnahmen bestätigen die Regel. Und während die Fans und Abonnenten vom Lord auf ein Statement von ihm warten, ihnen die Posts auf Facebook wie das untergebene Foto des Tages und andere Belanglosigkeiten nicht ausreichen, fühlen sich ein paar Schwachmaden dazu berufen, um den Vorfall als erledigt abzutun. Das sei erledigt, weil ja eh nichts kommt, lautet die Devise. Was ich davon halte, wie mit den Mädels umgegangen wird, die mieseste Beschimpfungen und Beleidigungen aushalten und ertragen dürfen, habe ich im letzten Video ja schon gesagt, dass der Lord der Einzige ist, der das unterbinden könnte, wenn er sich endlich dazu äußert, habe ich auch angesprochen und eigentlich sollte das jetzt auch jedem klar sein. Jasmine macht sich medial und hoffentlich nur medial total zum Klops. Angesichts ihrer jungen 15 Jahre und der damit verbundenen Erfahrung mag man ihr das aber nachsehen und eventuell auch verstehen. Aber was macht eigentlich der Lord? Zeit hatte er sich nehmen wollen, um die Sache zu klären, ob mit oder ohne Anwälte oder wegen dem Musical, bei dem er mitgemacht hat. Okay, Zeit hatte er jetzt. Muss ich nochmal an seine PN bezüglich des Alters von Jasmine erinnern? Okay, kein Problem. Für die genauen Details schaut euch mein zweites Video Digitales Nachspiel an. Hier die Kurzfassung der Aussagen vom Lord vom 14.02.2013, in der er sich auf die Facebook-Gruppe Imperial Bitches und die Vorwürfe bezieht. Nach circa 2 Wochen habe ich festgestellt,
dass eine Minderjährige unter den Mädels ist, was man ihr nicht angesehen hat. Wie man sowohl damals als auch heute das Alter erfahren kann, selbst wenn man sich ja schon vor der Gruppe auf Facebook von Fantreffen, einer Demo gegen ACTA und privat kennt, habe ich ja schon gesagt. So viel also dazu. Weiter im Text. Und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass das, was ich hier gerade mache, ziemlich scheiße ist und negative Folgen haben könnte. Darum habe ich die ganze Gruppe damals löschen lassen. Ja, negative Konsequenzen hatte es, damals und heute noch für die beteiligten Mädchen, sowohl privat als auch im direkten und näheren Umfeld sind die gebrandmarkt. Von der digitalen Welt will ich gar nicht anfangen. Die Bilder aus der damaligen Facebook-Gruppe sind nach wie vor im Umlauf. Aber gut, die Frage war ja, was macht der Lord? Der Lord hat ja laut eigenen Angaben aus dem Vorfall gelernt, richtig? Und der Lord braucht Zeit, um die Sache intern zu besprechen, mit oder ohne Anwalt. Soweit richtig, oder? Was sagt einem der normale Menschenverstand, ein Anwalt, ein Public Relation Berater eines Netzwerkes, ein angeblicher Medienprofi mit angeblich viel Erfahrung im Bereich Medien eines Netzwerkes? Und was sagt einem der eigene Grips, wenn man als Lord selbst als PR-Berater für ein Unternehmen arbeitet, das sowohl auf Facebook als auch auf YouTube präsent ist? Genau. Verdammt nochmal, werd deiner medialen Verantwortung gerecht und tu nicht so, als ob man solche Sachen totschweigen könnte und gib endlich ein Statement ab. Finger weg von den jungen Mädels und natürlich kein Kontakt mehr mit den Damen der damaligen Facebook-Gruppe Imperial Bitches. Soweit kann mir doch jeder folgen, oder? Heute ist der 5.4.2013. Vor 9 Tagen war der 28.3.2013. Und was finde ich? Einen Post vom 28.3. vom Lord. Gesendet von seinem AskFM-Account zu dem AskFM-Account von Jasmine Peerless. Ja, das ist überprüft. Es handelt sich um den Original-Account vom Lord, verlinkt von seinem offiziellen Twitter-Account. Und was schreibt der Lord? Niemand stoppt den Beat. Und was antwortet Jasmine? Oh mein Gott, dass du mir gerade jetzt schreibst. Was ein Zufall. Ich habe heute von dir geträumt und musste den ganzen Tag an dich denken. Nicht vergessen. Wir reden hier von einem kleinen 15-jährigen Mädchen, die das Ganze ganz offensichtlich nicht versteht, weil ihr dafür einfach noch die Reife fehlt. Was hatte ich gerade noch gesagt? Und was haben wahrscheinlich auch die Anwälte, der PR-Berater und der angebliche Medienexperte gesagt? Finger weg von den Mädels, kein Kontakt mehr mit den Mädels von der Facebook-Gruppe. Und was macht der Lord? Scheiße hoch 4x1000. Dafür nutzt er also seine Zeit. Ich glaub, ich spinne. Öffentlich. Sichtbar für alle. Sich selbst und vor allem wieder andere bis oberkante Unterlippe in die Scheiße manövrieren. Du lernst wohl nie dazu. Und damit sich das jeder selbst ansehen kann, verlinke ich in der Infobox sowohl die beiden AskFM-Accounts und ein Video, wie ich das gefunden habe. Nicht, dass es wieder heißt, man könnte Videos sperren, weil sie Hintergrundgrafiken und Userbilder zeigen, die angeblich rechtlich geschützt sind und da gewisse User und gewisse Netzwerke Ansprüche erheben. Alles wie immer für alle frei, ohne Copyright. Viel Spaß damit. Ich weiß jetzt schon, dass dieser eine Vorfall nur die Spitze des Eisberges war. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Für hier und jetzt bleiben eigentlich nur zwei Fragen. Wer von euch ist jetzt immer noch bereit, sich Schwachsinn erzählen zu lassen und sich dem Lord zu unterwerfen? Heißt unterwerfen eigentlich, sich auf die Knie zu werfen und sich somit auf Schritthöhe zu begeben?
oder kann man sich auch einfach bücken und den Arsch hinhalten? Wenn der aktuelle Trend anhält, sollte spätestens zum imperialen Sommercamp den Kindern das nochmal genauer erklärt werden. Ich bin jetzt unglaublich gespannt, wie wahrscheinlich ganz viel andere der Lord-Fans, wie denn das Statement ausfallen wird. Na dann, viel Spaß!